Gut. Dann mach es dir bequem im Sitzen oder im Liegen. So wie du das gerne hast. Spüre wieder deinen Körper. Spüre deine Beine, dein Gesäß, deinen Rücken an der Lehne oder auf deiner Unterlage. Und richte dich noch ein wenig gleich, so dass du eine angenehme Liege- oder Sitzposition einnehmen kannst. Und dann lenke deine Aufmerksamkeit auf deinen Atem. Stell dir vor, innerlich hast du eine Säule und du atmest jetzt hoch und tief. Du atmest durch die Nase Frische und Leichtigkeit ein. Und atmest alles andere aus, alles Schwere oder Belastende oder Unbewusste einfach ausatmen. Und du versuchst, wenn du möchtest, dieses Hoch- und Tiefatmen beim Ausatmen so weit hinunterzukommen, dass du in einem Wurzelchakra landest, sodass der Fluss, der Atemstrom, beim Einatmen dein Brustkorb sich hebt und beim Ausatmen ganz hinunterfließt zu deinem Wurzelchakra, vielleicht auch noch weiter zu deinen Beinen und Füßen hinunter. Und wenn du magst, wenn du das als angenehm empfindest, mach das ruhig noch ein paar Mal. Hoch und tief. Langes Ausatmen. Und dann bemerke vielleicht jetzt schon, dass sich dein Körper etwas mehr entspannt und immer ruhiger und gelassener wird. Angenehm schwer. So nimm diese angenehme Schwere und möglicherweise auch schon angenehme Wärme jetzt in deinem Körper wahr. Angenehme Schwere in deinen Beinen, in deinem Rücken. Angenehme Wärme in deinen Armen, in deinem Bauch. Und spüre, wie sich das anfühlt, wie dein Körper immer mehr und mehr loslassen kann, sich hingeben kann in diese Weichheit, Sanftheit. Und wie liebevoll sich das anfühlt. Wie sich dein Herz ein wenig mehr öffnet. Und deine Schultern sich noch ein wenig mehr
nach unten senken. Und dein ganzer Körper auf diese Stimme reagiert. Und du immer zarter und weicher wirst. Und dann verbinde dich hinunter über deine Fußwurzeln zum Mittelpunkt der Erde. Und im Mittelpunkt der Erde befindet sich eine Sonne, eine goldgelbe, ganz aus Gold, eine Sonne, strahlend, die von der Erde genährt wird. Und diese goldene Sonne, dieses Gold, fließt jetzt in deine Lichtwurzeln hinein und zu dir herauf, über deine Beine. Gold ist die Farbe der Weisheit und der Ewigkeit. In dieser Farbe sind all die Aspekte gespeichert, die dir helfen, alte Lektionen zu verstehen und sie in Weisheit zu verwandeln. So nimm dieses Gold ganz über deine Fußsohlen und über deine Beine wahr, wie dieses Gold dich ummantelt und durchlichtet und dann weiter in dein Becken fließt. Und dieses Gold jetzt in deinem Wurzelchakra und Sakralchakra sich ausbreitet, um hier die vergangenen Erfahrungen zu verwandeln, die Weisheit dahinter zu erkennen, die Erfahrung anzuerkennen. Und das Gold fließt in deinen Bauch und in all deine Organe. Das Gold durchlichtet deine Organe, deinen Darm. Alles goldig, alles voll mit Gold. Und deinen Magen. Deinen Solarplexus. Dein Zentrum. Deiner Mitte. Und auch deine Milz. Und deine Leber. All das Gold fließt überall hin. Jedes, in jedem einzelnen Organ sind Emotionen und Erfahrungen gespeichert, die du vielleicht schon über viele Leben hinweg erlebt hast, immer und immer wieder.
Und all diese Erfahrungen dürfen sich in diesem Gold jetzt verwandeln. So fließt das Gold in deine Wirbelsäule, deine Lendenwirbelsäule, dein Steißbein. Vielleicht spürst du auch diese angenehme Wärme. Und hier im Lendenwirbel sind oft Schulderfahrungen gespeichert. Wo du dich vielleicht schuldig fühlst. Du kennst dieses Gefühl, obwohl es nicht mehr der Wahrheit entspricht. Und so ist es auch. Vieles ist in vergangenen Leben gespeichert. Oder hast du über die Ahnenfelder mitgenommen, mitgetragen, mitgeholfen? Oder auch etwas Eigenes, was auch immer. Es ist jetzt Zeit, es zu verwandeln. Ganz zu verwandeln. Und in Frieden damit zu kommen. Du darfst es dir jetzt erlauben. Es darf wirklich in Frieden kommen. Und dann fließt das Gold weiter hinauf, Wirbel für Wirbel. Und falls du irgendwo wahrnimmst, eine Bandscheibe, dann lass dieses Gold besonders nachhaltig dorthin fließen. Fließt weiter in die Brustwirbelsäule, Nacken, durchlichtet deine hintere Schulterpartie, auch hier wieder Belastungen, Schwere, Übernommenes. Jede einzelne Faser wird vergoldet. Durchgehend. Dein Nacken. Dein Kopf. Während das Gold weiterfließt und dich durchdringt, fließt es auch vorne in deinen Herzbereich, in dein Herzchakra. So sind oft alte Verletzungen im Herzchakra zu finden, nicht mehr bewusst. Manche sind dir bewusst, ja, ich weiß. Doch andere hast du schon mitgebracht. Und wieder andere hast du als Kind erlebt.
wo du verletzt wurdest oder zurückgewiesen, du dich vielleicht nicht richtig gefühlt hast. Vielleicht hast du es auch schon vergessen. Oder du mehr an Liebe und Zuwendung gebraucht hättest, als du bekommen hast. Du mehr von den Umarmungen und Küssen gebraucht hättest. Nimm wahr, jetzt, alles, was jetzt möglich ist, darf sich verwandeln. Gib deine Zustimmung. Und vielleicht steigen diese Themen oder Sequenzen heute Nacht in deinen Träumen hoch und fließen ab. Vielleicht musst du noch etwas darüber erfahren oder wissen, damit du ganz in Frieden damit kommen kannst. So fließt das Gold auch in dein emotionales Herz, das knapp oberhalb deines Herzchakras ist. Hier drückt es oft so ein enge Gefühl in der Brust und eine Traurigkeit. Ein ungelebtes Gefühl, das nicht sein durfte und vielleicht noch immer nicht sein darf. Und dennoch ist es da. Und auch all das, was jetzt hier in deiner Brust wahrnehmbar ist, in deinem emotionalen Herzen. Auch das darf sich verwandeln, dir bewusst werden, vielleicht auch noch in den nächsten Tagen, sodass du wirklich in Frieden damit kommst. Das Gold fließt in deine Schlüsselbeine, in deine vordere Schulterpartie, in deine Oberarme, Ellbogen und Unterarme und in deine Hände und Finger. Vollkommen goldig. Deine Hände. Deine Innenflächen der Hände, deine Handchakren. Und wenn du deine Hände öffnest, bist du verbunden mit dem Göttlichen. Sehr oft spürbar in deinen Handchakren. Und wenn du jemandem die Hand gibst, berührst du auch genau diese Energiepunkte vom anderen und er deine. Und deine Handchakren sind verbunden mit deinem Herzen. Sie werden im Herzchakra zugeordnet. Die Hände, die Arme sind eine Verlängerung des Herzens. Bei jeder Umarmung.
bist du über das Herz mit dem anderen verbunden, über deine Arme und Hände. Und jetzt, wenn du das hörst, bemerkst du vielleicht, dass es in deinen Handchakren noch ein wenig mehr kribbelt. Du vielleicht diese feine, zarte Energie wahrnimmst. Und dann das Gold weiter fließt in deinen Hals. Dein Halschakra, dein Ausdruck. Über deine Stimme hast du die Möglichkeit, dich auszudrücken, dich dem anderen mitzuteilen oder auch nicht. Und auch hier fließt das Gold ein, um deinen gesamten Halsbereich zu verwandeln. Und Erkenntnis zu bringen. Und es fließt weiter in dein Gesicht, deine Nasenspitze, deine Augen, deinen gesamten Mundraum, bis in dein Stirnchakra, der Sitz deiner Intuition. Auch hier verwandelt das Gold alte Erinnerungen in Weisheit. Und auch hier darf noch bewusst werden, darf noch erkannt werden, das, was jetzt für dich wichtig ist, was verändert werden soll. Dein gesamter Körper ist nun vergoldet. Mit diesem Gold eingehüllt. Du nimmst die Weisheit, Reinheit und Ewigkeit wahr. Und dann wandere mit deine Aufmerksamkeit auf den höchsten Punkt deines Kopfes, deinem Kronenchakra. Wenn deine Aufmerksamkeit dort oben ist, spürst du eventuell ein Kribbeln oder Ziehen. Hier ist der Sitz deiner Göttlichkeit. Und so kannst du dein Kronenchakra ganz weit aufmachen.
um dich mit dem Kosmos und den Himmelswelten zu verbinden. So fließt auch hier das Gold ein und verbindet sich hinauf zum Kosmos. So bist du nun verbunden mit der Weisheit des Kosmos und der Weisheit der Erde. Spürst dein göttliches Sein. Eingebettet in die ewige Stille und Freude. Was auch immer geschieht im Leben, du bist auf ewig verbunden . Alles, was war, hatte einen Sinn. Alles war wichtig, um zu erkennen. Und es ging weiter und weiter, von einem Leben zum nächsten. Mit neuen Erfahrungen. Oder nochmals Bewusstsein über die alten Erfahrungen zu erlangen. Und wirklich endgültig damit in Frieden zu kommen. Und so fühlt, so wird dein gesamtes Energiefeld weiter mit Gold ausgedehnt. Dein Astralkörper, Emotionalkörper fließt, Gold fließt in deinen Mentalkörper, in deinen spirituellen Körper, deinem Kausalkörper. Es dreht sich, es wandelt sich, verändert sich. Bleib noch ein wenig in diesem Gold. Es tut so gut. So eingebettet zu sein. So geliebt zu werden.
von der Erde und vom Kosmos. Hier in diesem Leben. Und dann schau, mach einen Blick in die Zukunft und kreiere dir deine Zukunft, so wie du sie möchtest. Gib deinen Wunsch hinein in das Feld. Deine Ausrichtung. Und erinnere dich daran, dass du dieses Feld immer näherst, wenn du wieder diesen Gedanken denkst, wenn du wieder dein Herz dafür öffnest. So dass es immer stärker werden kann, klarer werden kann. Jetzt aus diesem Gold, aus dieser Erfahrung heraus, ganz einfach. Und dann löst sich dieses Gold in dir und um dich herum. Löst sich auf wie der Wind. Und du kommst wieder ganz zurück in dein Hier und Jetzt. Spürst wieder deinen Körper. Nimmst wieder deine Unterlage wahr. Es wird wieder dichter und dichter. Spürst mehr die Materie, deine Beine, deine Arme, deinen Rücken. So bewege ein wenig mehr jetzt deine Zehen, deine Beine und deine Finger und Arme und regel dich ein wenig, streck dich. Und öffne die Augen, wenn du bereit bist.